Sollen ja hier arbeiten. Oder war das der? Der blauen Dach, ne? Ah, Bronzerohr. Die Hauserweiterung brauchte ich, das andere. Das Haus. Dafür brauchte ich die 20 und Hartholzdielen. Blauschall. Hartholzdiele. Damit bin ich gerade so durcheinander gekommen, weil hier auch die Hartholz, die versuchen wir mal beides gleichzeitig zu machen. Kosten beide jeweils 5000. Dann habe ich das Haus und den Stall gleichzeitig upgraded. Das ohne eine Linse zu verkaufen, das ist hart. 30 Stück. Haben wir. Einmal abpacken. Eisenholzdielen habe ich nur eine. Mist. Eisenholz. Brauche ich 10 Stück. Oh cool, kann ich einen neuen gerade herstellen? Wunderbar, machen wir. 5 Rohre, aber. Hey, dann natürlich das auch aus meinem Inventar. Ne? Aber ich brauche 5 Rohre. Geht nicht anders. Das heißt, du musst noch weiter das produzieren. Fehlt mir ein Bachen. Ich weiß, so dieses eine Ding, du. Immer wieder das Gleiche. Das hält's ja wohl nicht aus hier. Das hält's ja wohl nicht aus. So, der produziert das. So, jetzt habe ich meine 20 Barren. Wunderbar. So. Dich will ich ja jetzt erstmal bauen. Industriemotor kann ich dir schon mal geben. Ich habe noch einen. War schon mal das Wichtigste von der Maschine überhaupt. Der Motor. Obwohl der Motor sieht hier komisch aus. Aber okay, hey, macht ja nichts. 5 Kupferspulen. Ich weiß nicht, ob ich die herstellen kann jetzt gerade. Kupferspulen kann ich gerade mal eine herstellen. Ah, brauche Eisenbahn. Verringerung um 20%. Das bringt mir einen Scheiß, ey. Wenn ich das zusammen... So, Eisenbahn brauche ich dafür. Ich glaube, du kannst Eisenbahn nicht machen, ne? Holzkohle kannst du machen. Mach du mal Holzkohle. Du machst mal Eisenbarren. Rohre, Rohre, Rohre. Was für
für ein Aufwand hier schon wieder? Wir schlagen jetzt erstmal ein bisschen Holz zum Auftanken für alles. Der neue Generator, der wird hundertprozentig auch ordentlich Holz fressen. Aber wenn ich dadurch eventuell nur noch einen befüllen muss, um alle damit zu versorgen, finde ich das nicht verkehrt. Muss ich nicht andauernd zu den Teilen hinlaufen und diese Doppelt- und Dreifacharbeit machen. Das wird hier wieder richtig nackig. Baumfeld. Habe ich jemanden erwischt? Scheint nicht. Wow. Herr Marienkäfer. Wo ist Frau Marienkäfer? Ja, die macht immer einen auf Akku. Alter. Leg dich nicht nochmal mit mir an. Lalalala. Da habe ich erstmal wieder genug Holz. Ja, passt gerade so ein bisschen. Ja. Da bist du beruhigt? Achso, dass es gerade so passt. Man dann immer noch so viel Kirrefit bekommt. Yay, eine Feder. Yay, noch eine Feder. Nee, ich hab mehr. Das und hier rein. Zack. Dann werde ich. Mann, mit Holzkohle produzieren bist du aber recht fix, du. Wer hält's hier da? Zack. 3 von 5. Oh, du brauchst noch ein bisschen. Gott sei Dank, irgendwie anders die Minen unten andauernd Geld kosten. Das ist so nervig. Schon mal rüberpacken. Man kann aber auch nicht die ganze Zeit die Pennen legen, weißt du? Muss irgendwie einen Handelsauftrag annehmen, ist auch immer ein bisschen blöd, weil dann muss ich die Maschinen wieder anhalten. Ja, wir könnten doch eigentlich mal... Das war dort. Die eine Ruine ist... Ja. Hier
mal hin und schnetzeln mal so ein bisschen. Gibt mir ja auch noch ein paar gute Sachen. So. Wisst ihr, das Level habe ich nämlich noch gar nicht fertig gemacht. Dann machen wir das jetzt einfach. In der Zeit kann das wenigstens fertig werden. Ich muss bloß nur darauf achten wegen 19 Uhr. Ah, toll. Gleich mal wieder zurück. Es ist gleich 19 Uhr. Da ist doch die Besprechung. Weil sie nicht jetzt gerade zu spät ist. Nee, pünktlich. Willkommen allerseits. Was für ein schöner Sonntagabend. Ich habe wundervolle Neuigkeiten mitzuteilen und danach gibt es Kuchen. Der Stadtstaat Sandfields und unsere Stadt Portia haben beschlossen, eine Straße durch die Euphola-Wüste zwischen unseren Städten zu bauen. Das wird die Reisezeit mehr als halbieren. Das ist wundervoll. Martha! Warum Sandfields? Da gibt's doch nichts außer heißen Sand. Na, das ist doch eine gute Geschäftsgelegenheit. Woher kommt denn das Geld, um das zu finanzieren? Sehr gute Frage. Die Regierung beider Städte finanzieren diese Straße gemeinsam. Wir haben während meiner Amtszeit genügend Rücklagen aufgebaut, also ist die Finanzierung kein Problem. Dies ist Teil eines großen Plans, den ich in den letzten Jahren ausgetüftelt habe, um Portia zu einem Handels- und Reisezentrum der freien Städte zu machen. Hier bei mir ist Mint, ein Ingenieur aus Vega 5. Hallo. Er wird den Bau der Straße leiten. Unsere Handwerker in Portia und Handwerker aus Sandfields werden ihm helfen, dieses Projekt voranzubringen. Wir werden morgen ein Treffen abhalten, um darüber zu sprechen, wie wir diese Unterfangen angehen wollen. Naja, diese Unterfangen unter der Mappe. Und eine weitere Neuigkeit ist, dass Gust mir einen Vorschlag für einen Ballonpark in der Nähe des Ententeichs eingereicht hat. Ihr habt schon lange darum gebeten und nun ist er endlich auf meinen Schreibtisch. Ich werde mich so bald wie möglich um die Finanzierung kümmern. Das passt gut in meinen Gesamtplan für Portia. Das wäre alles für heute Abend. Kommt und holt euch euren Kuchen. Mit freundlichen Grüßen von Oma Sophie. Ich will mal Kuchen. Hier, bitteschön. Danke. Kuchen! Ja, das klingt nach super viel Arbeit für mich wieder. Oh Mann. Muss ich das nicht bei dir machen? Ah nee, die Rohre waren ja für mich. Siehst du? Abgehakt. Allerdings kann ich ja schon bauen, das ist das eine. Aber mir fehlen noch die Eisendielen. Ich will ja beide gleichzeitig machen. Und dann habe ich... Kühe! Um irgendwie immer nur dazu, Kühe in Spielen zu haben. Aber in Real Life noch nie eine gestreichelt. Das ist so hart. Ja, irgendwann wird das schon. Nein, nicht so. Nein. Oh. Kupferspule machen. So, boah, jetzt bin ich kratzen. Schlafe, meine Tante, schlafe tief und fein. Dün, 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 dün. Halt! Es ist Montag, ich muss trommeln. Umdrehen.
Mann, da ging aber auch fleißig, du. Oh, und hier auch. Da auch. Hier sowieso. So, was? Dit. Hier rüber. Das kommt rüber. Dann jetzt hier noch die eine Kohle. Schon mal reinsetzen. Einfach einen Ofen habe ich und jetzt noch Stahlplatten. Warte mal, bei Stahlplatten, Handbuch. Stahlplatten brauche ich 30 Carbonstahl. 30 Holzkohle auch. Guck mal, habe ich überhaupt schon so viel Holzkohle? Ja. Das heißt, hier wird mal umgestellt. Guck mal an, der reagiert dann gar nicht darauf, aber okay. Doch. 30 Mal. Wie viel frisst das Ding, ey? Jetzt kann ich mir die Sachen. Ich gehe shoppen. Ja, ja, hier geht's. Mach du mal deins. Ich habe derzeit wichtigere Sachen zu machen. Ein schönes neues Häuschen für mich. So, Häuschen verbessern. Hochzeit freischalten? Kann heiraten? Emily? Nein, die hat den Bauernhof. Da hoffe ich mir dadurch günstiger dran zu kommen an Sachen. Angriffs-, Verteidigungsbonus erhöhen, Ausdauer und Gesundheit. Schatz, dich kann ich ja leider hier nicht heiraten. Ach, das war das Haus. What the fuck? Wie groß ist denn das? Alter! Was ist denn das für ein Haus? Ey, lottiger Lotti, ey. Müsste ich da hinstellen. Da müsste ich die ganzen Sachen da wegpacken. Alter! Dann hole ich mir erstmal nur den Stall. Oh, der passt gerade hin. So hin? Ich glaube, ich pack den so hin. Wähle das Tier aus der Schnellleistung, platziere es. Nur die entsprechenden Tiere können in bestimmten... Ja, Tiere können wachsen, wenn Futter im Trog ist. Ach, nur dann wachsen sie ansonsten nicht, finde ich gut. Du kannst Tieren eine Freude machen, indem du sie streichelst. Die Tiere bei Laune zu halten, kann ihr Wachstum fördern. Wachstumsrate. Das Gehege sauber zu halten, kann das Wachstum der Tiere befördern. Aha, okay. Alter Falter. Ei. Ah, Grundstückserweiterung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie teuer das war. Aussehen ändern. Marmor wäre schon toll. Stein? Marmor. Bestätigen. Brauche ich denn dafür? Aha. Marmorzaun und. Aha. Okay, gut zu wissen. Da gibt es definitiv Marmor, ey. Nur das Beste für meine Frau. Brauche ich dafür Marmordiele? Erhärtendes Lehm. Erhärtender Lehm. Ach komm, wenn ich heirate, dann muss ich trotzdem die Arbeit alles selbst machen. Ich glaub's ja wohl nicht, dass die Tucken hier in dem Spiel mir helfen. Nicht so wie meine Frau.
Jetzt kann ich meine Käppchen holen. Was essen die denn? Vom Spiel her. Ja, ich vermute ja auch, ne? Aber wie gesagt, vom Spiel her kann das ja immer wieder... Ne? Meine Käppchen, meine Käppchen. Meine Babykuh. Hier hinzufügen. Ein Kalb hinzugefügt. Da sind sie, da sind sie. Reiche. Kann ich denn euch zu essen geben? Kann ich euch Kuchen geben? Was ist mit Wasser? Oder, warte mal, hab ich noch? Weizen? Gucken, ob das geht. Ja, das geht. Mal Weizen. Hab da erstmal was zu essen. Es ist blöd, dass ich sie nicht benennen kann. Gut, dass man Weizen immer anbauen kann.